So, da sind wir wieder. Also, jetzt hier, Finale. Bonus quasi, aber ich fühle mich normal, würde ich jetzt mal. Es ist nicht die Kopie, die den. Die hat ja nicht gewusst, dass er auf der Erde zurückgelassen wurde. Bin verwirrt. Was? Es ist nicht die Kopie? Denn die hat ja nicht gewusst, dass er auf der Erde zurückgelassen wurde, oder? Die Kopie. Ja, stimmt. Die Kopie wusste ja nicht. Ja, doch, eigentlich, wenn es ja eine 1:1-Kopie ist, natürlich, dann ja. Aber ich bin normal. Also. So, wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal. Ja, nächste Frage. Normal wie erwartet? Ich nehme meine Umgebung bewusster und genauer wahr? Nö, normal. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Es ist angenehm, hier zu sein. Beruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Ich fühle mich ein wenig so, als hätte ich mich selbst verloren. Ja, das. Ja. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Es ist eine direkte Fortsetzung meiner vorigen selbst. Nein, wie ein neues Kapitel in meinem Leben, als wäre ich neu geboren worden, ein völlig Neuanfang. Sie ist etwas völlig anderes und hat nichts mit meinem vorigen Ich zu tun. Würde ich mal sagen, weil wir eine Kopie sind. Finden Sie, dass das neue Existenz ein lebenswerteres Leben sein wird? Ich glaube, diese Fragen hatten wir schon mal gehabt am Anfang des Spiels. Kann das sein? Vielleicht könnten wir einen neuen Sinn in dieser Welt finden, nehme ich mal als Antwort. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Vielleicht muss ich darüber nachdenken oder ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Ihre Antwort wurde gespeichert. Vielen Dank für Ihre Anteilnahme, das Archeteam. Ja. Dann schauen wir mal. Ich frage mich, ob wir hier auf andere Menschen treffen werden. Was ist mit dem echten Simon? Der echte Simon, der ist ja schon. Den haben wir ja quasi umgebracht. Den echten Simon, den haben wir ja im Stuhl liegen gelassen. Mit unserem Taucheranzug. Und der richtige echte Simon, der ist ja. Warte mal. Der richtige echte Simon ist ja damals im Juni verstorben. Nachdem er eingescannt worden ist. Und wir haben ja quasi schon, dann ist das ja schon die dritte Kopie, die wir jetzt spielen. Dann. Weil der mit dem Taucheranzug war ja schon die erste Kopie. Weil wir sind ja da in dem Stuhl gestartet und haben ja irgendwann gelesen, dass der 2012 oder 15 gestorben ist. Im Juni. Oder 2013. Das heißt, der Originale ist dann da gestorben bei dem Scannen irgendwie. Keine Ahnung. Weil er hatte ja da dieses mit dem Gehirnproblem. Und dann haben wir als erstes eine Kopie gespielt und spielen dann jetzt dann quasi schon die zweite Kopie. Ja, glaube ich zumindest. Das war ein Roboter, aber das war schon eine Kopie. Mein Gott, ist das schön hier. Aber es ist mir irgendwie sehr ruhig. Wo sind die Menschen? Die Menschen, die sind hier. Wo sind die Menschen? Darum brauche ich gleich ein Catherine? Bier. Ist das Catherine? Boah, geil. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now.
Tja, so schweben wir quasi im Weltraum. Die Erde, hat man gerade gesehen, ist zerstört. Und somit sind wir im Weltraum unterwegs in der Arche. Das Ende. Mit dem Omega-Zeichen als Trophäe. Ja, und da sieht man Catherine. Und das war Soma gewesen. Das war Soma. Also ein geiles Spiel, sehr, sehr geile Story, gefällt mir. Also solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen, falls ihr es nicht schon habt. Guten Morgen an alle. Hallo Red Dead. Alles supi bei mir. Ja, haben wir Soma durch. Wahnsinn, cool. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich glaube es immer noch nicht. Boah, wir haben gebibbert. Wir haben gezittert. Zumindest ich. Angst. Stress gehabt. Coole Momente gab, wo wir auch mal gelacht haben. Richtig geil. Auch ein richtig cooles Let's Play natürlich auch für dich auf YouTube. Wir werden uns, wie gesagt, in einem neuen Video wiedersehen. Du kannst ja mal vorbeischauen hier auf meinem Channel, weitere Videos. Und geil. Alter, richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, legt es euch zu, macht eine Menge Spaß. Ist cool. Klar, wie gesagt, gameplay-technisch kennt man das schon so ein bisschen, aber von der Storyline her macht man sich ein paar Gedanken, wie das. Weil man muss sich ja so ein bisschen auch selber überlegen, wie ist das denn. Also wir werden es so, also ich zumindest werde es nicht mitkriegen, ihr vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber wie wird es denn später in der Zukunft sein, wenn es vielleicht gar nicht mehr möglich ist, auf der Erde zu leben? Werden wir vielleicht irgendwann auch ins Weltall geschossen? Vielleicht nur mit unseren Gedanken, mit Gehirnscans und so? Das ist vielleicht gar nicht mehr so weit weggeholt. Na, dass vielleicht nur unsere Gedanken irgendwo uns widerspiegeln, dann man weiß es nicht. Kann man viel drüber diskutieren, finde ich. Ist echt eine geile Geschichte. Cool wäre gewesen, wenn man das eigene Bewusstsein und Seele nur transferieren hätte können. Wie beim Film Cappy. Oder Tim und Struppi. Aber Chappy. Ja. Ja, wie gesagt, ich sag mal, in Anführungsstrichen ist es ja gar nicht so weit weg, cool. Weil wenn, wie gesagt, wenn man mal überlegt, dass eventuell irgendwann die Erde natürlich doch nicht mehr bewohnbar ist, weil wir bauen ja auch immer höher und weiter. Die Menschheit will ja immer mehr und immer mehr Ressourcen sind wir am Abbauen und alles. Und irgendwann ist ja der Zeitpunkt da, wo wir nichts mehr haben. Gut, da war es jetzt natürlich ein Meteoriteneinschlag, der natürlich die Erde zerstört hat. Das kann uns natürlich auch passieren. Und dann haben sie erst eine Unterwasserstation gebaut, haben da erst gelebt und haben dann da in der Unterwasserstation ja die Arche erstellt. Und auch, wie gesagt, diese Gehirnscans gab es ja dann damals schon auf der Erde. Da haben sie ja schon mit rumgeforscht. Aber wie gesagt, man kann viel drüber, ne? Ich muss jetzt weinen. Warum musst du jetzt weinen? Oder Popeye. Vielleicht sieht man sich dann irgendwann mal im Weltall wieder. Nur mit Gedanken. Man weiß es nicht. Also mit einer, wo wir in einer virtuellen Realität leben. Man weiß es nicht. Kann man viel drüber diskutieren? Kann man viel. Das ist so traurig alles. Ja, ein bisschen schon. Stimmt, weil wir haben ja auch, wir haben auch gesehen, wir haben ja auch den letzten Mensch der Erde hatten wir ja auch getötet, weil sie ja wollte das ja. Und man muss sich wirklich so mal so da reinversetzen. Du wachst da auf, weißt nicht, wer du bist. Bist du ein Computer, bist du ein Roboter? Auf einmal findest du raus, dass du ein Roboter bist, dass du dich klonen lassen kannst mit deinen ganzen Gedanken, die du hast. Dass du der komplette Mensch so. Puh. Bis morgen im Weltall. Ich hasse Weltuntergangstheorien und so. Ja, ich auch, aber, aber wie gesagt, so weit weg geholt ist es eigentlich gar nicht, ne? Die Menschheit zieht auf den Mars. Total Recall. Ja. Also, es gibt ja auch zahlreiche Filme und zahlreiche Spiele, glaube ich, auch mit so Theorien und alles. Und die größte Theorie ist ja hier, wie war das nochmal? 21.12.2012. Weltuntergang ist ja nicht passiert. Ne? Muss pennen gehen. Viel Spaß. Haut rein. Jo, mach's gut. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Schizor. Mach's gut. Wir sehen uns nächsten Freitag. Let's Play Live Show. Nächsten Samstag, 20 Uhr. Jeden Freitag und Samstag, 20 Uhr, gibt's die Let's Play Live Show hier. Seit über anderthalb Jahren schon. Und Folge 175. Ja, was bleibt mir eigentlich abschließend zu sagen? Tolles Spiel. Vielen Dank, Frictional Games.
Kann übrigens nicht auf Weiterklicken. Also ich könnte das Spielstand nochmal laden irgendwie, ne? Ich will auch auf dem Planeten Snickers über dem Milky Way. Ja, das soll es gewesen sein mit Soma, auch für dich auf YouTube und ja, auch das für heute, glaube ich, für in der Let's Play Live Show soll es auch gewesen sein. Wir haben schon relativ spät, wir haben schon, Alter, 10 nach 1 und das waren mal wieder 2 Tage, die mal ein bisschen länger gingen in der Let's Play Live Show, ne, bisschen Überlänge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute wieder mit euch und wir sehen uns dann Freitag wieder um 20 Uhr in der Let's Play Live Show. Ja, Freitag sehen wir uns wieder, oder? Ja, Freitag. Freitag, ja, Freitag 20 Uhr und Samstag 20 Uhr. Und ich hoffe, spiel nochmal. Ein andermal, nicht heute, nicht jetzt. Hallo Rini. Und, ja, wie gesagt, jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Nacht. Kommt gut zu liegen, schlaf gut und, ja, habt noch ein schönes restliches Restwochenende. Nicht aufhören. Doch, doch. Doch, 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 doch. Schlaft alle gut. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao.